Ja, und hallo und willkommen zurück hier bei Blade and Soul. Im letzten Teil wurden wir als ein Knöspchen der Rose, was für eine Rose? Schwarzrose? Ich glaube, eine Knospe der Schwarzrose von Ying Sung Jung bezeichnet. Und wissen vom Vagabunden da hinten, der da hinten ist, dass unser Ski mehr als miserabel ist. Und sollen jetzt dadurch zur Sandsteinzuflucht wandeln. Aber werde erstmal hier die Nebenquests noch erstmal annehmen. Genau, werden annehmen. O Krieger, ihr seht aus, als ob ihr kurz vor dem Zusammenbruch steht. Ihr braucht dringend einen Heiler. Ich kenne jemanden, der vielleicht helfen kann. Er ist eine mysteriöse Gestalt, die nur jenen mit reiner Absicht erscheint. Wer ist das? Das müsst ihr selbst herausfinden. Geht vom Dorf in Richtung Osten und sucht einen Steinhaufen am Wegesrand. Sammelt einen neuen Stein und legt ihn auf den Steinhaufen, um ihn herbeizurufen. Ich hoffe, dass er euch helfen kann. Sozusagen Stonehenge, ja? Gut. Da hinten haben wir noch eine Daily. Verbannter Mönch, Mönch. Verbannter Mönch des Klosters. Ich glaube, diese Daily haben wir schon zweimal gehabt. Die können wir in Ruhe lassen, wo sie ist. So, wir sollen nach Osten gehen, hieß es. Hat es gehießt. Einfach da quer durch oder wie machen wir das am besten? Ja, gehen wir doch mal hier, oder? Bist du sowieso in die Richtung, weil ich habe mal geguckt hier auf der Karte, unsere Hauptquest ist hier sogar außerhalb. Aber da haben wir noch einiges zu tun. Und wenn wir sowieso Richtung Osten gehen sollen, gehen wir doch erstmal nach da. Stummhof. Wen haben wir denn hier? Vorsteher Mok Ying Jung Ying. Schon mal einen Baum gefällt und seine Ringe betrachtet. Es gibt einen Ring für jedes Jahr seines Lebens und jeder Ring erzählt eine Geschichte über das Jahr. Dicke Ringe zeigen Jahre, in denen der Baum gesund war. Dünne Ringe sind Narben von Feuer, Krankheit oder Dürre. Ich finde, Menschen und Bäume haben viel gemeinsam. Man könnte sich von einer Krankheit erholen, aber manchmal trägt man deren Narben das ganze Leben mit sich herum. Nehmt die Dorfbewohner, die ihr vor der Gedankenkontrolle des Phantomkrauts gerettet habt. Sie sind jetzt sicher und ihre Gedanken gehören wieder ihnen. Aber sie sind noch nicht über den Berg. Menschen, die durch das Phantomkraut vergiftet wurden, werden für den Rest ihres Lebens oft von heftigen Kopfschmerzen, plötzlichen und erklärlichen Fieberanfällen und sogar von Halluzinationen geplagt. Das sind keine schönen Aussichten, Jian. Die Leute des Silberkessels sagen, dass ein Tee aus Bulbari-Blättern ihre Symptome lindern kann. Wenn ihr einige dieser Kräuter findet, dann bringt sie bitte her. Kräuterkundler. Na gut, werden wir halt zum Kräuterkundler, gell? Wir sollen hier ein paar Kräuter finden. Nee, wir machen erstmal die Kräuter. Oh Gott, hier sind ja haufenweise von diesen kleinen. Brecht östlich des. Erntet Säbelzahn-Bulbari-Blätter. Kann es sein, dass da hinten da sowas ist hier? Zeig doch. Ah. Müssen wir wieder mehr hier. Schnetzeln. Oh Gott, und davon 10 Stück. Das ist ja schon wieder so ein Ding mit Fleißarbeit hier. Da oben sehe ich auf jeden Fall noch einen. Komm mal, du kleiner kleines Bulbari-Blatt. Na komm. Mal raus. Und ein Reißzahn-Bulbari. Ja. Hat sich schön angehört. Komm raus.
Achso, also Reißzahn-Bulbari. Ah, steht auch Säbelzahn-Bulbari. Heißt der Reißzahn. Hätte ich gar nicht machen brauchen. Wieso habe ich das Gefühl, dass der Reißzahn aber noch kommen wird? Der... Komm raus. Na, wir werden auch ein bisschen schief und schräg laufen. Lockert die ganze Sache etwas auf. Mein Gott, ich kriege ja Inventar ohne Ende. Eiszahn brauchen wir nicht. Wir brauchen den Säbelzahn. Da-da. Ah, Reißzahn und Säbelzahn sind oft beieinander. Blub, blub. So. Hier haben wir keinen mehr. Muss ich wieder nach oben laufen? Will man woanders hinlaufen? Ist hier einer? Hier ist gar keiner. Also muss doch wieder nach oben. Gut. Gehen wir wieder nach oben. Wir sind ja fleißig. Komm raus, du kleiner Bulbari. Drei Stück brauchen wir noch. Na gut. Badum. Aber trotzdem 61 nur noch, also hat mich im Laufe der Zeit doch etwas gestresst. So, das heißt, wir können wieder zurückgeben. Und wieder zurück. So, mein Großer. Ihr seht aus, als ob ihr mit Bulbaris gekämpft habt. Mit vielen kleinen Schnitten, wie von einem Rasiermesser an euren Armen und Beinen, verraten es. Hier sind die Kräuter. Dies mag für euch wie ein Haufen toter Blätter aussehen, aber für die Opfer des Phantomkrauts in diesem Dorf ist es mehr als das. Diese Medizin schenkt den Opfern in diesem Dorf ihre erste Nacht gesunden Schlafs seit Wochen oder noch länger. Danke, Gian. Aber gerne doch. Wir haben doch gern geholfen. Ich höre überall die Brumme. Sehe aber nirgendwo ein Bienchen oder so. Nehmen wir mal hierzu. Rufen, findet ihr mein Gesicht seltsam. Seid ehrlich. Die Leute in dieser Stadt sind so besorgt über den mentalen Schaden, der durch die Phantomkrautvergiftung entsteht, dass sie das wahre Problem verkennen. Ich rede von Phantomkrautgesicht. Ihr bekommt Ausschlag im Gesicht, die Augenbrauen verfärben sich und überall entstehen Falten. Ich habe gesehen, wie Schönheiten entführt wurden und als sie zurückkamen, war ihre Schönheit dahin. Der Horror. Etwas muss geschehen, sonst wird keine einzige Schönheit mehr übrig bleiben im Dorf. Die kurzsichtigen Narren der Wachen wollen mir nicht helfen. Es liegt nun an uns. Was brubelst du dir im Ohr rum? Zum Glück war meine Mama eine Expertin im Wiederherstellen und Erhalten von Schönheit. Ich habe ihre Sachen durchgesehen und ein altes Rezept gefunden, das die Jugend zurückbringen soll. Ein strahlendes Aussehen selbst nach dem schlimmsten Trauma. In Ordnung, zuerst braucht man einen Haufen Bulbari-Ausscheidungen. Was? Ausscheidungen, auch Kacke genannt. Egal, dann muss man sie stark erhitzen, mit zwei Tassen Wasser vermischen und großzügig auftragen. Was glotzt ihr mich so an? Geht, schnell! Und da sind die Bulbari-Ausscheidungen, werden gebraucht, gesucht. Ach, daher kommt die Brumme. Die fliegen um die Kacke. Na super, jetzt sammle ich hier auch noch. Und so weiter. So. Ich brauche ein wenig AA. Wie kann man nach den Geräuschen? Das ist ja auch was hier. Der brummt hier hin, vor sich hin.
Hier soll auch was sein? Was denn hier? Okay, ja, damit hat das zwar nichts zu tun, aber ist ja. Was mache ich mit dem Stein? Brecht östlich dorf des Eischalten ein Stück Felsen ab und legt das Felsfragment auf den Steinhaufen. Ach Mensch, müssen wir auch noch machen. Auf den Steinhaufen. Auf den hier? Ist das damit gemeint? Nee, der Steinhaufen ist damit nicht gemeint. Welcher Steinhaufen ist damit gemeint? Da ist ein Steinhaufen. Ah. Oh. Und an uns erscheint der Avatar des Erdgottes. Möchtet ihr mir weiterhin dabei helfen, diese Verderbtheit zu beenden? Kenne ich euch von irgendwoher? Ihr könnt euch nur auf eure Augen verlassen. Ich bin Erdgott Hatari. Obwohl meine Schweinegestalt durch eine ehrwürdige Erscheinung ersetzt wurde. Nun, was wollt ihr? Ach, da war damals mal ein Schwein gewesen, stimmt ja. In irgendeinem Teil. Junghu sagte, ihr könnt mir helfen. Mich heilen. Gott. Ich habe kaum genug Kraft wieder erlangt, um diese Form beizubehalten. Die Verderbtheit ist immer noch zu ungezügelt. Ich kann euer dunkles Chi nicht heilen. Nicht in meinem Zustand. Das Land ist zu sehr geschwunden. Verwundet, Entschuldigung. Wenn ihr bei der Auslöschung der Verderbtheit helfen könntet, würde meine Kraft schneller zurückkehren. Ich werde euch einen Teil meiner Kraft gewähren. Benutzt sie, um die kranken Bäume in der Nähe zu heilen. Dann werden wir sehen, was ich für euch tun kann. Super. Also, abgesehen von der Kacke, muss ich auch noch ein paar Bäume heilen. Aber wir machen erstmal die AA. Halt, muss. Moment. Muss ja nach oben. Hier ist erstmal die Kacke am Dampfen. So, wir gehen mal zu den Haufen hin. Und kommt, den Haufen brauche ich noch, da ist noch ein Haufen. Hätte den Stein mal danach machen sollen, ne? So. Und jetzt sollen wir das Alter reinpacken. Und jetzt schätze ich mal hier reinbringen. Ach stimmt, wir müssen es ja erhitzen. Kocht es. Und nun? Wir haben es geschafft, Held. Wir haben das Schönheitsniveau von Eischatten gerettet. Ohne eure Hilfe wären wir so schlecht wie die Schweine in Erbanker. Eberacker oder die sonnenverbrannten Strandlungerer von Bambusdorf. Und nun entschuldige ich mich, ich werde etwas davon auf mein Gesicht auftragen. Ich habe zwar selber kein Phantomkrautvergiftung, aber man kann nicht vorsichtig genug sein. Ja, schmier dir mal Scheiße ins Gesicht. Okay. War ein bisschen verwirrt mit dem Ofen zwar gewesen, aber es ging auch. So, jetzt müssten wir die Bäume hier noch machen, tun und so weiter. Und wir haben hier noch eine Daily Quest. Oh, machen wir zuerst. Ja, ich würde sagen, lassen wir es erstmal hier im Stummhof damit geschehen. Und im nächsten Teil werden wir uns mal um die Bäume kümmern und um den Dorfbewohner aus Eischhacken, Hungbu. Okay. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zugucken. Ich hoffe, euch hat mein Rezept von der Schönheit gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Hat noch ein bisschen Kacke am Finger gehabt.